Guten Abend, liebe Allergologie-Fans, und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Webinar von Faszination Allergologie. Heute feiern wir ein kleines Jubiläum, aber dazu kommen wir nun gleich. Anlässlich dieses ganz besonderen Ereignisses haben wir nämlich heute zwei renommierte Allergologen eingeladen, die mit uns ein wichtiges Thema beleuchten. Im ersten Teil unseres Webseminars werden wir uns nämlich die Bedeutung der allergologischen Leitlinien anschauen und darüber sprechen, wann es ratsam ist, halten und wann auch Abweichungen angebracht sein können. Anschluss daran widmen wir uns dann in unserem Expertenforum wichtigen Indikationen und auch Kontraindikationen der Allergentherapie und diskutieren gerne mit Ihnen, wie Sie denn in den entsprechenden Situationen am besten vorgehen können. Falls Sie nun das erste Mal bei uns im Webinar mit dabei sein sollten, dann empfehle ich Ihnen einen Blick auf unsere Homepage www.faszination-allergologie.de. Dort finden Sie eine wertvolle Anzahl an tollen Informationen, darunter auch Karrieretipps von unseren Experten, sowie die Aufzeichnungen aller bisherigen Webinare. Und wenn Sie schon einmal auf unserer Homepage sind, dann vergessen Sie nicht, sich für den Newsletter anzumelden, denn damit bleiben Sie immer auf dem Laufenden, wenn das nächste Faszination Allergologie-Webinar stattfindet. Und wie bei unseren letzten Webinaren können Sie auch heute wieder 2 CME-Punkte verdienen. Wichtig, um diese zu erhalten, bleiben Sie bitte bis zum Ende des Webinars an. Wenn Sie im Laufe des Webinars Fragen an unseren Moderator oder unseren beiden Experten haben, dann schreiben Sie die bitte in die FAQ. Und da wir heute gern sofort in den interaktiven Austausch mit Ihnen gehen möchten, werden wir das Ganze gleich mal mit einer Umfrage testen. Und hier komme ich zurück auf meine kleine Anspielung aus der Anmoderation und möchte nun von Ihnen wissen, was ist denn eigentlich das besondere Jubiläum, was wir heute feiern? Ist es das 20. Webseminar von Faszination Allergologie? Das wäre Antwort A. Ist es vielleicht schon das 25. Webseminar Kleinfolge? Oder sind wir sogar schon bei Webinar Folge Nummer 30? Hier möchte ich Sie bitten, ganz kurz abzustimmen und um Sie noch ein bisschen zu motivieren, hier noch unser bekannter Countdown. So, damit ist die Frage dann einmal geschlossen und ich würde ganz kurz mal reinschauen, wie die Umfrageergebnisse sind. Und es stimmten 68%, und das ist auch die richtige Antwort, für das 30. Webseminar von Faszination Allergologie. Also es gibt uns wirklich schon 30 Episoden lang und ich hoffe, es macht Ihnen noch genauso viel Spaß, wie uns sich immer reinzuschalten. Und das Besondere ist an unseren Webinaren, wie ich finde, dass wenn Sie mal ein Live-Webinar verpasst haben, so können Sie das problemlos nachschauen in unserer Mediathek, ohne Paywall, ohne sonstige Barrieren. Und das ist meines Wissens nach ein einzigartiger Service von der Allergologie, den kaum ein anderer bietet. Zudem finden Sie auf unseren Seiten Karrieretipps der Experten, die genauso individuell sind wie die selbst. Und was auch so ziemlich einzigartig war, wie ich finde, dieses Jahr, war unser Faszination Allergologie-Workshop in Berlin. Grüße gehen an der Stelle raus an alle Workshop-Teilnehmer, die sich auch heute Abend wieder eingeschaltet. Denn was haben wir gemacht? Gemeinsam mit zwei renommierten Allergologie-Expertinnen haben wir uns 2 Tage lang hingesetzt und gemeinsam die Projekte der Teilnehmer angeschaut und versucht, Lösungswege für deren Herausforderungen zu finden. Ein weiteres Highlight dieses Workshops war zudem die PowerPoint Masterclass. Und für unsere ganzen Engagements im Bereich Allergologie wurden wir in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet mit dem Digital Health Heroes Award. Und da wir uns auch gerne weiter verbessern wollen, brauchen wir Sie. Wir würden uns freuen, wenn Sie nach dem Webinar uns ganz kurz eine Einschätzung geben, wie es Ihnen gefallen hat und was Sie gerne besser machen würden und auch natürlich, welche Gäste Sie vielleicht mal in unsere Sendung einladen würden. Damit werfen wir nun einen kurzen Blick auf unseren Gast, Professor Oliver Fahr. Oliver Fahr ist HNO-Facharzt und
Allergologe und leitet aktuell die Abteilung Rhinologie und Allergologie am Universitätsklinikum der Philipps-Universität Marburg. Außerdem wirkt er auch mit am interdisziplinären Allergiezentrum in Hessen. Sein Forschungsschwerpunkt sind entzündliche Atemwegserkrankungen. Neben seiner Tätigkeit in Marburg engagiert sich Oliver Pfarr auch sehr stark politisch in Allergologie. Er ist zum Beispiel Vorstandsmitglied der ERACI, gehört zum erweiterten Vorstand der DGAKI und war auch viele Jahre lang Vorsitzender der Interessensgruppe für Immuntherapie der ERACI. Des Weiteren ist Oliver Pfarr Erstautor der Deutschen Allergentherapie-Leitlinie und Associate Editor der allergologischen Zeitschrift Allergy und auch von Clinical und Translational Allergology. Und eine wichtige Frage an Sie noch. Er ist schon weit gekommen, aber wer waren denn seine Mentoren bzw. seine erste und auch wichtigste Mentorin? War das vielleicht A, Bettina Hauswald, bekannte Allergologin aus Dresden? War das vielleicht B, Erika von Muzio, der sehr intensiv mit den Hutteron beschäftigt hat und auch schon mal Gast bei uns war? Oder ist es vielleicht C, die ehemalige EDDA-Präsidentin Kirsten Jung aus Erfurt? Und auch hier freue ich mich über Ihre Abstimmung und würde Ihnen jetzt an dieser Stelle noch 5 Sekunden Zeit geben, um sich für die richtige Antwort zu entscheiden. Und damit an dieser Stelle die Umfrage und wir schauen uns einmal die Ergebnisse an. Und zwar haben gestimmt 56% für Bettina Hauswald, 38% für Erika von Muzius und 6% für Kirsten Jung. Und die richtige Antwort ist in dem Fall Bettina Hauswald, die legendäre Allergologin aus Dresden, die auch ganz viel schon in der DDR gemacht hat. Damit lassen Sie uns nun Professor Oliver Pfarr hier in unserer Sendung willkommen heißen und begrüßen Sie außerdem mit mir unsere beiden Newcomer-Allergologie-Stars Sebastian Seurich und Julia Kurz sowie den geschäftsführenden Oberarzt und heute unseren Expertenmoderator Professor Martin Wagenmann. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Schönen guten Abend auch von unserer Seite. Wir freuen uns, Martin, dass du auch heute Abend mit da bist, um die hanoärztliche Doppelspitze heute zu komplettieren. Vielen lieben Dank. Genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Professor Oliver Pfarr, es freut mich total, dass du hier bist, Oliver. Und unsere Eingangsfrage an den Experten ist immer dieselbe. Ich würde gern von dir wissen, was fasziniert dich denn am meisten an der Allergologie? Ja, Julia, vielen Dank für die Frage und natürlich auch Dr. Schwager, ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte zu meiner Person. Naja, und jetzt zu deiner Frage. Ich finde, die Allergologie ist wirklich faszinierend, weil sie ein Querschnittsfach ist. Martin, wir sind Experten für die oberen Atemwege, aber auch die unteren Atemwege sind faszinierend. Die Haut ist faszinierend, die immunologischen Prozesse in all den Organen, die hier betroffen sein können von allergischen Reaktionen, das ist super. Und ich schätze es besonders, dass es die interdisziplinäre Zusammenarbeit gerade hier im Allergiezentrum Hessen in Marburg mit den Pneumologen, mit den Dermatologen, mit den Kinderärzten, das ist immer wieder super und ich bei jedem Gespräch lerne ich dazu und freue mich auch, wenn das Interesse der Kollegen groß ist, mal in die Nase reinzuschauen, zu endoskopieren und so weiter und ich glaube, das macht den Reiz der Allergologie aus. Definitiv, das kann ich nur genauso wiedergeben. Oliver, wir freuen uns jetzt auch schon auf deinen Vortrag. Du hast uns die Leitlinie aus dem letzten Jahr quasi mitgebracht, bei der du ja federführend warst und zeigst uns alle Neuigkeiten, die es da sozusagen für Ärzte und Patienten gibt. Und wir freuen uns auch auf die Anschlussdiskussion und wir sagen Bühne frei. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, Bühne frei. Allergologie meets AIT-Leitlinie. Erfolgsrezepte für Ärzte und Patienten habe ich mir hier auf die Fahne geschrieben für die kommenden 25 Minuten. Das ist obligatorisch eine kurze Übersicht über potenzielle Interessenkonflikte. Das kennen Sie alle. Aber jetzt möchte ich wirklich in medias res gehen und ja, mit einem kurzen Prolog anfangen. Die Allergenimmuntherapie ist ja etwas, was sich wirklich in den letzten Jahrzehnten in der
Basistherapie unserer Patienten mit allergischen Erkrankungen wirklich etabliert hat. Das ist ja nichts Neues. Noone und Freeman, das waren die Pioniere, die angefangen haben, das anzuwenden. 1911, ja, 111 Jahre her, haben die ihr primär oder die ersten empirischen Beobachtungen der subkutanen Immuntherapie publiziert in Lancet. Und das war am Imperial College. Bill Frankland, ebenfalls im Imperial College in London, hat dann 40 Jahre später die erste placebo-kontrollierte Studie wieder zur SCID durchgeführt. Naja, und dann ist die AIT gewachsen, wie dieser Baum. Wir haben in der Allergologie, machen wir jetzt immer in der Weihnachtsausgabe so ein Update zur AIT. Das wird auch jetzt in der Dezemberausgabe wieder der Fall sein. Hier geht es um aktuelle Aspekte. Und wir sehen doch, wie in jedem Jahr, in dem wir das jetzt gemacht haben, hier neue wichtige Informationen dazugekommen sind. Die AIT ist einem stetigen Verbesserung, ja, hat eine stetige Weiterentwicklung, zeigt sich für die AIT. Und das ist natürlich auch gerade hier die Ära der evidenzbasierten Medizin. Das hat es in den 80er Jahren angefangen. Hier hat man ja, Studiendesigns nach bestimmten methodischen Minimalkriterien gefordert und hat die Studien auch entsprechend durchgeführt. In den letzten Jahren, die sogenannten Big Trials, die großen pivotalen, also beweisenden Studien, die letzten Endes dann verschiedene AIT-Produkte zur Zulassung gebracht haben. Aber natürlich auch ganz viele andere Aspekte, also mHealth-Apps und ihre Anwendung bei der Allergenimmuntherapie, Harmonisierung von Endpunkten, Bedeutung für die Behandlung von Patienten mit allergischem Asthma. Das ist ja sicherlich etwas, was wir heute auch diskutieren werden können. Das sind alles Aspekte, die eine große Rolle spielen und die uns zeigen, wie die AIT über gerade in den letzten Dekaden wirklich sich hervorragend weiterentwickelt hat. Und ich darf ja so ein bisschen eingehen auf meine Einschätzung, welche Rolle Leitlinien spielen. Und ich möchte hier zum einen betonen, dass wir bei der EAACI ein Presidential Project 2015 initiiert haben und hier verschiedene Leitlinien bearbeitet haben und die letzten Endes, also Leitlinien zur Allergenimmuntherapie, dann auch publiziert haben. Hier rechts oben sehen Sie den QR-Code, den können Sie scannen mit Ihrem mobilen Gerät, dann haben Sie direkt die wichtigsten Leitlinien der EAACI auf Ihrem Gerät. Ich werde im Rahmen meines Vortrages noch ein paar Mal so einen QR-Code zeigen, denn ja, mir ist wichtig, dass ich Ihnen auch klar hier den Link gebe zu den relevanten Papern, die ich in meiner Präsentation vorstelle. So, zurückkommt auf die EAACI. IT-Leitlinien, also ein Presidential Project, das hat wirklich Priorität bei der EAACI. Hier werden entsprechende Gelder zur Verfügung gestellt, damit die Gruppe der mehr als 100 Stakeholder das auch entsprechend voranbringen konnten. Wir haben letzten Endes 5 Systematic Reviews publiziert und das waren die Grundlagen, die Bewertung der Evidenz für die Leitlinien, die Sie hier sehen, Prävention, allergische Rhinitis, Insektengifte, IgE-mediierte Nahrungsmittelallergien und Asthma-Bronchiale. Darüber hinaus 2 Positionspapiere. Und Sie sehen, dass diese Leitlinien, Positionspapiere und systematischen Übersichtsarbeiten wirklich häufig zitiert werden. Also das ist schon eine sehr hohe Nummer und das an Downloads und zeigt uns, dass hier das Leitlinienwerk wirklich auch international Beachtung findet. Rechts sehen Sie die Leitlinien zur AIT bei allergischer Rhinokonjunktivitis. Hier möchte ich Ihnen empfehlen, sich das Originaldokument zu laden. Auf der linken Seite sehen Sie die entsprechenden Systematic Reviews, die die Arbeitsgruppe um Aziz Shaikh durchgeführt hat. Und es zeigte sich hier, naja, von den 5.900 Studien, die Sie in der Literatur finden, dass sich letzten Endes nur 160 qualifiziert haben, methodisch qualifiziert haben und in so ein Systematic Review dann auch wirklich ja, eingesetzt zu werden. Und Sie sehen, dass sowohl für die subkutane als auch für die sublinguale Immuntherapie hier Effektstärken im Standardized Mean Difference hier, das ist also eine Möglichkeit, um
die entsprechenden Primärdaten aus den Studien zu beurteilen. Und es zeigt sich für beide Applikationsformen ganz klar, dass diese Applikationsformen wirksam sind. Sowohl die SCID als auch die SLID ist wirksam. Ja, aber so einfach ist es natürlich nicht, denn gucken wir uns jetzt mal die Einzelergebnisse der Einzelstudien an. Da findet sich für beide Applikationsformen ja dann doch eine sehr hohe Heterogenität in dem Signal. Sie sehen, einige Studien zeigen relativ gute Wirksamkeit und bei anderen ist das überhaupt nicht der Fall. Hier Studienergebnisse auf Placebo-Niveau. Und wir haben in diesen Systematic Reviews ganz klar auch betont, liebe Leser, bitte behaltet in Erinnerung, dass es sehr unterschiedliche Studiendesigns gibt, dass die Endpunkte überhaupt nicht vergleichbar sind, dass die Power der Studien sehr, sehr unterschiedlich ist. Mit Power ist die Anzahl der Patienten genannt, gemeint, die hier eingegangen sind. Gerade Studien aus den 70er, 80er Jahren, hier sind teilweise 10, 15, 20 Patienten eingegangen in placebo-kontrollierten Studien. Das ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu modernen Studiendesigns, bei denen ja bis 700, 800 Patienten eingeschlossen werden. Die Studien hatten unterschiedliche Protokolle. Teilweise sind in die Bewertung der Daten ja alte Studien eingegangen, alte Präparate, die heute überhaupt nicht mehr auf dem Markt sind, aber neue State-of-the-Art entwickelte Medikamente bei der Allergenimmuntherapie wurden hier nicht berücksichtigt, weil deren Studienergebnisse noch gar nicht vorlagen. Ein Beispiel hierfür. Auf der linken Seite sehen Sie eine Phase 3 bzw. die Studienergebnisse zu einer sublingualen Tablette, die es gar nicht mehr in Deutschland auf dem Markt gibt. Und die Daten sind allerdings in diese Systematic Review eingegangen und hier fand sich mehr oder weniger keine statistische Überlegenheit aktiv zu Placebo. Ganz anders aber hier ein modernes sublinguales Präparat, welches hier untersucht worden ist und welches als erstes die Zulassung in Deutschland erhalten hat im Rahmen des THV. Zulassungsprozesses. Und hier finden sich Effektstärken von 30%. Allerdings ist diese Studie nicht in den Systematic Review eingegangen, weil schlichtweg diese Phase 3 Studie nicht voll publiziert war. Also ich will damit einfach betonen, dass Systematic Reviews natürlich elegant sind. Hier werden alle Daten in einen Analysetopf zusammengeworfen. Aber am Ende des Tages gibt es halt auch methodisch doch einiges an Schwächen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir das zum Beispiel hier in so einem Prospective in Allergy and Immunotherapy 2019 ganz klar benannt haben. Und letzten Endes, diese Heterogenität und die Schwächen dieser Systematic Reviews, die wir gefunden haben, haben dann auch Eingang gefunden in unserer ganz klaren Empfehlung der Präparate und produktspezifischen Bewertung der Sicherheit und der Wirksamkeit der Allergenimmuntherapie. Und das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, sowohl in den von mir schon gezeigten EACI-Guidelines und ART, als auch in der bereits genannten Leitlinie zur Allergenimmuntherapie, welche wir im September 2022 voll publiziert haben. Hier finden sich in der Hauptconclusion quasi, dass wir bei der AIT keinen generischen Klasseneffekt haben. Wir müssen Produktpräparate spezifisch gucken, wie sieht es aus mit der klinischen Dokumentation in den entsprechenden Studienprogrammen zu den AIT-Produkten. Ja, und ich habe schon gesagt, das war so eine Hauptsäule in der Leitlinie des deutschsprachigen Raums, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir haben den Vorhang gelüftet. Das war zu Beginn des Deutschen Allergologenkongresses letztes Jahr in Wiesbaden. Wir sind dann wirklich mittags um 13 Uhr online gegangen mit der deutschen und der englischen Version, auch mit dem Tabellenwerk, was ich gleich noch zeigen werde. Und entsprechend, ja, fröhlich sehen ja auch hier die Kolleginnen und Kollegen aus, die sich wirklich hier auch sehr proaktiv eingebracht haben in den ganzen Prozess der Leitlinienentwicklung. Ja, die Features der Leitlinie, 3 Länder sind hieran beteiligt. Ich hatte schon gerade gesagt, Deutschland, Österreich, Schweiz, 14 Fachgesellschaften,
Organfächer, Berufsverbände und 32 Autoren. Sie können sich vorstellen, das ist nicht einfach so eine große Gruppe hier wirklich in einem solchen Konsensusprozess auf die Spur zu bringen und entsprechende Aussagen hier auch zusammen zu entwickeln, zu konsentieren. Das ist uns, denke ich, gut gelungen. Und ich bin auch sehr froh, dass hier unsere Arbeit auch durch das Paul-Ehrlich-Institut und durch den Deutschen Allergologen, DAAB, den Deutschen Allergologie- und Asthma-Bund auch unterstützt worden ist, die sehr supportiv hier auch manchmal moderierend in die Diskussion eingegriffen haben. Das Ganze umfasst 60 Seiten. Ich hatte schon gesagt, Deutsch und Englisch ist es zeitgleich erschienen. Es hat 8 Kapitel, 40 Zusammenfassungen in Form eines Extended Abstracts. Darauf kann ich auch gleich nochmal eingehen. Und es finden sich 25 Empfehlungen, die jeweilige Konsensusstärke und 380 Referenzen. Also ich darf sagen, diese Leitlinie ist wirklich State of the Art. Sie werden derzeit in der internationalen Literatur keine Leitlinie zur AIT finden, die ja methodisch wirklich auf diesem Level ist, die so up to date ist, die die relevante Literatur bis Februar 2022 hier auch berücksichtigt hat und dargestellt hat. Ja, das sage ich auch mit gewissem Stolz, denn wir sehen, dass die Leitlinie auch wirklich weltweit Beachtung findet. Diese Daten habe ich von dem Dustri Verlag, und zwar geht es hier um die Downloadraten zu der englischen Version der Leitlinie, also Guideline on Allergen Immunotherapy in IgE-Mediated Allergic Diseases. So findet sich ja das Tabellen, das Leitlinienwerk in PubMed zum Beispiel, und kann von dort über den Verlag dann heruntergeladen werden. Ja, das ist jetzt in dem Jahr seit Erscheinen 2300 Mal geschehen, also im Schnitt 6 Downloads pro Tag. Und wir sprechen hier über das über die Vollpublikation, das PDF. Ich glaube, das unterstreicht schon, wie hoch hier auch das Interesse ist, der Kolleginnen und der Kollegen hier genau wirklich zu lesen, welche Empfehlungen wir aufgestellt haben und wie wir heute leitliniengerecht die Allergenimmuntherapie durchführen sollten. Im Kapitel 4 Wirksamkeit ist sicherlich die wichtigste Message zugelassene oder anderweitig verkehrsfähige Allergenpräparate, die eine positive Nutzen-Risikobilanz gemäß den EMA-Guidelines zeigen sollen, bevorzugt eingesetzt werden. Hier sehr hoher Konsens, sehr hohe Zustimmung. Ich möchte an der Stelle betonen, dass es uns wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass wir erwarten, dass für die eingesetzten Produkte auch wirklich eine entsprechende Bewertung vorliegt und ein entsprechendes Nutzen-Risiko-Verhältnis, ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis auch wirklich vorliegt und dieses in Studien gezeigt worden ist, die den modernen Standards der Studiendurchführung, die ja von EMA oder vom Paul-Ehrlich-Institut auch gefordert werden, entsprechen. Und dann möchte ich gern, wir bleiben bei dem Thema produktspezifische Bewertung, auf unser Tabellenwerk zurückkommen. Auf der Seite der DGAKI können Sie alle direkt jetzt auch mit Ihrem mobilen Endgerät direkt auf die Seite dgaki.de gehen. Das ist die Homepage. Und wenn wir jetzt mal kurz das Video starten, möchte ich Ihnen zeigen, dass jetzt hier dann Sie mit dem Zeiger auf die entsprechenden Button rechts gehen, S2K-Leitlinie, dann kommen Sie auf die Hauptseite der AIT 2022-Leitlinie und hier können Sie auf das Tabellenwerk gehen, was ich jetzt gleich vorstellen werde. Und Sie können das Tabellenwerk auch als PDF laden. Wie gesagt, das dauert 5 Sekunden, das auf Ihr Gerät zu laden. Und warum ist mir das so wichtig? Weil wir in dieser klaren Transparenz vorangeprescht sind weltweit. Sie werden keine Darstellung finden zu AIT-Produkten, die auf diesem methodischen Level hier erstellt worden ist, wie durch die Leitliniengruppe. Und Sie finden in diesem Tabellenwerk, welches übrigens pro Tag 60 Mal geladen wird, auch das habe ich erfahren durch den Webmeister der DGAKI. Das hat mich erstaunt, dass immer noch, auch ein Jahr nach Erscheinen, noch 60 Mal am Tag sich Kolleginnen und Kollegen das Tabellenwerk angucken. Und hier exemplarisch
die Produkte, die für Gräserpollenallergische Patienten eingesetzt werden. Sie sehen hier drüben, dass die Produkte in alphabetischer Reihenfolge gelistet sind. Dann im ersten Block den entsprechenden Zulassungsstatus. Ist das Produkt bereits in Deutschland zugelassen für erwachsene Patienten oder für Kinder? Im mittleren Bereich liegen Studien vor zur aktuellen Marktdosis. Und im dritten Bereich, wie sieht es eigentlich aus in der Studienlandschaft bezüglich der Produkte, die jetzt ja gerade im THV-Prozess sich befinden und die entsprechenden Studienergebnisse vorliegen oder darstellen müssen für ihre Wirksamkeit und Sicherheit. Wenn Sie sich jetzt primär darauf beziehen wollen, was Sie in der Rahmenvorgabe Arzneimittel des GKV-Spitzenverbandes und der KBV finden, das ist übrigens auch im September 2022 erschienen, das ist ganz spannend, zeitgleich mit unserer Leitlinie, da werden natürlich Empfehlungen zu verschiedenen Medikamenten und Arzneimitteln gegeben. Aber zur AIT finden wir hier die Empfehlung, ich darf zitieren, darüber hinaus regen die Bundesvertragspartner an, auf regionaler Ebene Verordnungsempfehlungen zu geben, beispielsweise zum regelhaften Einsatz von zugelassenen Therapieallergenen bei Neueinstellungen. Und das ist natürlich schon eine sehr relevante Aussage. Wenn Sie sich jetzt hierauf beziehen wollen, sind Sie gut beraten, die Leitlinientabelle so zu verstehen und zu lesen, dass Sie sich vor allem auf den ersten Block hier innerhalb des Tabellenwerks Ihr Augenmerk darauf lenken. Denn hier finden Sie klar die Unterscheidung, welche Präparate haben bereits die Zulassung bei Erwachsenen, bei Kindern und wann ist die Zulassung erteilt worden. Wie gesagt, in dieser Tabelle hier sind wir gerade bei den Gräserprodukten. Wir haben das genauso auch abgebildet für die Baumpollenprodukte und für die Milbenprodukte. Aber Sie sind Expertinnen und Experten in der AIT und Sie haben großes Interesse in der AIT und deswegen wird es Sie besonders interessieren, dieser Mittelbereich. Hier finden Sie Aussagen über die Studien, die durchgeführt worden sind für die verschiedenen Produkte. Auch hier sehen Sie eine gewisse, ein gewisses Ungleichgewicht, teilweise eine wunderbare klinische Dokumentation in Studien von Einzelprodukten. Und bei anderen Einzelprodukten ist das nicht der Fall. Und auf der rechten Seite dann die Übersicht über die derzeit laufenden Studien im THV-Prozess. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, für welches AIT-Produkt wird jetzt eigentlich gerade Evidenz generiert? In welcher Phase der klinischen Prüfung befindet sich das AIT-Produkt, was ja dann letzten Endes bis zum Abschluss des THV-Prozesses wahrscheinlich im Oktober 2026 dann auch durchgeführt werden muss und die Ergebnisse müssen dann auch vorliegen. So, und die Leitlinie ist erstellt worden im Schulterschluss der beteiligten Fachgesellschaften, Organfächer, Berufsverbände, wie ich das eingangs schon gesagt habe. Deswegen ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eine klare berufspolitische Bewertung gibt, hier durch den EDDA. Ich darf zitieren, das war, glaube ich, das Allergojournal vom September diesen Jahres zu derzeitigen Positionierung zur AIT und hier auf der Basis von verschiedenen Webinaren, die der EDDA durchgeführt hat, die Kernaussagen, die hier formuliert worden sind, auch von den Krankenkassenvertretern, die an diesen Webinaren teilgenommen haben und so weiter. Bei häufigen Allergenen sollen zugelassene Fertigarzneimittel und bei seltenen Allergenen können Individualrezepturen eingesetzt werden. Beim Einsatz nicht zugelassener Therapieallergene bitte umfassend dokumentieren. Es gibt einen deutlichen Trend bei der Verordnung von AIT-Markt hin zu zugelassenen Präparaten. Bei Präparaten mit Rabattverträgen übernimmt die Krankenkasse die wirtschaftliche Verantwortung. Und das ist sicherlich auch eine ganz wichtige Aussage. Die letzte hier unten bei Kindern und Jugendlichen, sofern der jeweiligen Applikationsform keine zugelassene Alternative in der Altersgruppe verfügbar ist, sollten bei Erwachsenen zugelassene Präparate berücksichtigt werden. Das ist natürlich wirklich ein sehr interessantes Statement hier vom EDDA und ich kann mir vorstellen, dass auch wir das gleich noch gut diskutieren werden. So, jetzt nochmal inhaltlich zur Leitlinie in den letzten 10 Minuten. Was steht drin? Was sollten Sie wissen für Ihre tägliche Routine? Zum einen die Indikation
zur Initiierung der Allergenimmuntherapie findet sich in der Tabelle 6 hier Voraussetzung für den Einsatz einer AIT, moderat bis schwere intermittierende und persistierende allergische Rhinitis. Das ist die Definition der ARIA-Expertengruppe Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. Das ist 2011, ist diese Terminologie entwickelt worden. In meinen Augen ist sie relativ unscharf und sie bezieht sich vor allem darauf, inwieweit die Lebensqualität der Patienten durch die allergische Rhinitis oder Rhinokonjunktivitis eingeschränkt ist. Naja, deswegen ist das ein Tick akademisch hier, diese Empfehlung. Und deswegen möchte ich an der Stelle darauf hinweisen, dass es ein super Tool gibt, das Ihre Patienten nutzen können, nämlich ein E-Diary Mask Air. Das können die Patienten hier oben über wieder diesen QR-Code hier downloaden, haben das dann direkt auf ihrem portablen Gerät und können täglich Einträge machen, wie stark sind meine Symptome, habe ich Medikamente eingenommen, wie ist meine Lebensqualität, wie ist meine Arbeitsproduktivität und so weiter und so fort. Das Gerät erfasst diese tägliche Symptomlast und es ist eine wunderbare Idee, wenn dann der Patient in ihre Praxis kommt, in ihre Klinik und sagt, hier, ich habe den letzten Sommer die Symptome monitoriert, hier ist meine App, können Sie das bitte für mich auswerten, wir gucken uns das zusammen an und dann können Sie sehr schön mit dem Patienten zusammen gucken, wie stark die Symptome waren, wie das auch mit dem Pollenflug korreliert, denn auch das haben wir seit Januar in der App drin, ich darf das für Deutschland mit koordinieren und von daher glaube ich, ist das ein sehr wichtiges Tool, das Sie Ihren Patienten empfehlen können. So, und dann finden wir bei der Indikation noch, dass die AIT auch bei zumindest teilkontrollierten allergischen Asthma zur Anwendung kommen kann. Und ich denke, das ist wirklich eine wichtige Neuerung gegenüber der Vorversion von 2014. Jetzt haben wir hier drin stehen, dass auch bei der primären Indikation allergisches Asthma die AIT zur Anwendung kommen kann, wenn das Asthma zumindest teilkontrolliert ist. Und das kam vor allem durch die wunderbare Mitra-Studie von Christian Birchhoff, den Sie hier oben sehen, aus Rostock, publiziert in Lancet oder in JAMA. Hier hatten Patienten mit einer hausstaubmilbenbedingten allergischen Asthma, welches bei Studieneinschluss kontrolliert war, eine 7 bis 12 Monate sublinguale Immuntherapie mit einer Hausstaubmilben-Tablette erhalten. Und dann hat man nach 7 bis 12 Monaten einfach mal das Corticosteroid reduziert, welches erforderlich war, um das Asthma zu kontrollieren. Also wirklich ein wirklich cooles Studiendesign. Das hat man über 3 Monate gemacht und in weiteren 3 Monaten ist man dann mit dem Cortison komplett rausgegangen. Und dann hat sich gezeigt, dass die Patienten, die eine AIT hatten, ja 30% weniger Asthma-Exazerbationen aufgewiesen haben als die Placebo-Patienten. Also ein super gemachtes Studiendesign, was uns gezeigt hat, dass Patienten mit Asthma von der sublingualen Immuntherapie wirklich sehr profitieren. Und entsprechend dann ist die AIT auch in die internationalen Leitlinien eingegangen zur Asthma-Behandlung. In dem Stufenkonzept der medikamentösen Therapie findet sich jetzt die AIT in allen 5 Stufen. Das ist revolutionär, das ist neu und das ist super, auch gerade jetzt in der unlängst publizierten S2K-Leitlinie zur Asthma-Therapie von Marek Lomacz, da durfte ich auch mich beteiligen als Co-Autor und da haben wir genau auch diese Empfehlung ausgestellt, dass die Allergenimmuntherapie bei zumindest teilkontrolliertem allergischen Asthma zur Anwendung kommen kann. Ja, die anderen Punkte der Indikation erklären sich, denke ich, von selbst. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, auf diese Fußnote. Das heißt, zusätzlich auch bei leichten Symptomen kann die Anwendung der AIT empfohlen werden, weil die Allergenimmuntherapie krankheitsmodifizierende Effekte hat. Das müssen wir unseren Patienten entsprechend vermitteln, anders als das Nasenspray, anders als das Antihistaminikum, das die Patienten als OTC-Medikation in der Apotheke halten, hat die Allergenimmuntherapie eine Krankheitsmodifikation zur Folge. Wir können hier wirklich das fehlgeleitete Immunsystem modifizieren und das unterscheidet die AIT von der Pharmakotherapie. Ja, bei den Kontraindikationen noch ganz kurz. Das unkontrollierte Asthma bronchiale ist eine Kontraindikation, schwerwiegende Systemreaktion bei einer vorherigen AIT, unabhängig ob es SCID oder SLIT war, maligne Neoplasien mit aktuellem Krankheitswert, schwere systemische Autoimmunerkrankung, unzureichende Adherenz, auch das ist ein ganz wichtiges Thema hier. Wir müssen die Adherenz unserer Patienten natürlich entsprechend hier auch optimieren, damit er 3 Jahre
Verlauf der AIT auch wirklich gesichert ist. Und ja, bei der sublingualen Immuntherapie natürlich als Kontraindikation hier eosinophile Esophagitis, akute oder chronisch rezidivierende Erkrankung, offene Wunden der Mundhöhle und so weiter. Aber das erklärt sich ja, denke ich, auch selbst. In begründeten Einzelfällen, und das ist der zweite wichtige Punkt hier bei den Kontraindikationen, kann natürlich die AIT auch zum Einsatz kommen, wenn die Kontraindikationen vorliegen. Denn Sie sind Experten im Feld und Sie bilden sich fort. Und wenn Sie das begründen bei dem Einzelpatient als Patienten individuelle Entscheidung, dann können Sie natürlich das, wenn Sie das auch entsprechend dokumentieren, gut begründen, dass die Anwendung der AIT hier sinnhaft ist. Ja, die 2022er Leitlinie ist in meinen Augen sehr hilfreich für die praktische Anwendung der AIT. Das ist gerade in dem Kapitel 8 und 9 so, denn hier geben wir eine klare Beurteilung, was sind eigentlich die Vor- und die Nachteile der einzelnen Applikationsrouten SCID und SLID und was sollten die Patienten wissen, was sollte die Familie von Kindern zum Beispiel wissen über Erfolgsaussicht der AIT, über die Bedeutung auch von Kosten, ist auch ein wichtiger Punkt. In Deutschland haben wir die Situation, dass die AIT übernommen wird von den Kostenträgern, aber das ist etwas, was die Patienten auch erfahren sollten vor Initiierung der AIT. Adhärenz und Persistenz spielen eine ganz große Rolle und das wie auch zum Beispiel Erreichbarkeit und Qualifikation der Praxisambulanz oder praktische Abläufe, Management der AIT. Das sind alles wichtige Punkte, die es gilt zu überlegen und deswegen war es mir wichtig, dass wir das entsprechend hier auch abbilden, tabellarisch, dass Sie einfach als Anwenderinnen, als Anwender auch immer wieder diese Punkte in die Kommunikation mit den Patienten bringen. Ja, und wichtig ist es, die Patienten vorher entsprechend gut zu informieren, wie ich gerade gesagt habe, aber dann auch schriftlich aufzuklären. Sie finden auf der Seite der DGAKI, auf der Webpage, die ich vorhin schon gezeigt habe, die Therapieinformationsblätter SCID und SLID. Also das hier ist die SCID und hier die SLID. Können Sie downloaden als PDF, ausdrucken, oben den Patientenkleber drauf machen, den Patienten in die Hand drücken und so haben Sie eine wunderbare Dokumentation, dass Sie alle relevanten edukativen Maßnahmen zur Allergenimmuntherapie auch wirklich von Ihnen erlernt hat. Das scannen Sie dann, kommt in die Praxis, in die Klinik-Software oder in die entsprechende Unterlagen des Patienten, dann haben Sie eine wunderbare Dokumentation zum Beginn der AIT, dass der Patient wirklich umfangreich aufgeklärt worden ist. Und natürlich, ich habe vorhin schon über Therapie, Adhärenz und Persistenz gesprochen, es ist so, dass Sie hiermit natürlich mit dem Patienten auch einen gewissen Vertrag abschließen, weil Sie natürlich dem Patienten darauf hinweisen, wie wichtig das ist, das auch wirklich 3 Jahre durchzuziehen, die sublinguale Immuntherapie 3 Jahre lang täglich ohne ärztliche Kontrolle durchzuführen oder die subkutane Immuntherapie in der Praxis, in der Klinik durchführen zu lassen und hierfür einmal im Monat zu kommen und sich auch die entsprechende Zeit auch frei zu halten, 30 Minuten nach der Spritze in der Praxis, in der Klinik sitzen zu bleiben. Das sind alles wichtige Punkte, das finden Sie in diesen Therapieinformationssheets und ich möchte Ihnen das doch sehr empfehlen, diese auch anzuwenden. Therapieadhärenz ist extrem wichtig. Machen Sie sich vorher ein Bild von den Patienten, machen Sie sich ein Bild, wie sieht es eigentlich familiär aus? Erfüllt der Patient, die Patientin überhaupt bestimmte Voraussetzungen, dass das Ganze auch 3 Jahre klappt? Informieren Sie die Patientinnen und die Patienten umfangreich und klären Sie auch mit Ihrem Team in der Praxis, in der Klinik, welche Ressourcen erforderlich sind, damit die AIT auch wirklich erfolgreich verlaufen kann. Ja, und damit komme ich zum Ende meines Vortrages. Es soll ja ein Impulsvortrag sein und soll uns ja vor allem die Möglichkeit geben, jetzt auch in die Diskussion zu kommen. Ganz kurz nochmal, die AIT ist ja nichts ganz Neues. Wir
nutzen die AIT als etabliertes Verfahren ja schon seit Jahrzehnten. Und wir können sagen, heute ist die Evidenz für die Wirksamkeit und für die Sicherheit besser denn je. Und das ist natürlich auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, was wir auch entsprechend transportieren müssen an unsere Patienten. Für ja, pseudomedizinische Ansätze wie Homöopathie oder so weiter haben wir überhaupt keine Evidenz. Und das müssen Patienten auch erfahren. Und es liegt an uns Expertinnen und Experten, das entsprechend auch zu transportieren. Ja, die S2K-Leitlinie ist derzeit in meinen Augen die aktuellste Leitlinie, die Sie finden werden in der Literatur. Wichtig ist uns die präparatespezifische Bewertung und entsprechend präparatespezifisch haben wir auch unsere Empfehlungen konsentiert und aufgestellt. Das ist sicherlich ganz wichtig und kommt in den Online-Tabellen zum Ausdruck. Das sind Tabellen, die wir mit einer Arbeitsgruppe innerhalb der Leitliniengruppe halbjährlich aktualisieren und das bildet in sehr klarer Transparenz den laufenden THV-Prozess ab. Und ich hoffe, Sie werden mir zustimmen, dass dies für die Verordnung in der Praxis- und Klinikroutine hoffentlich ein sehr hilfreiches Tool ist. Naja, und dann war uns sehr wichtig, dass wir auch für die praktische Durchführung entsprechende Empfehlungen geben, dass wir Empfehlungen geben zur Patientenschulung, um letzten Endes auch die Adhärenz zu sichern. Denn nochmal, das ist ja natürlich ein ganz wichtige Stellschraube der Allergenimmuntherapie, dass die Patienten auch wirklich entsprechend informiert sind und dann auch wirklich motiviert sind, die AIT auch dann entsprechend dann 3 Jahre auch durchzuführen. Ja, und damit bin ich am Ende meines Referats und jetzt freue ich mich sehr auf unsere Diskussion. Ja, lieber Oliver, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag. An dieser Stelle auch kurz der Aufruf ans Publikum. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die einfach in die FAQs und wir leiten die an den Experten weiter. Ich würde gern mit einer Frage an Professor Wagenmann starten. Könnten Sie für uns nochmal einordnen, was Leitlinien eigentlich für die Ärzteschaft bedeuten? Es gibt ja viele Leitlinien, es gibt auch einige allergologische Leitlinien. Die sind ja nun keine Gesetze. Aber was sollte ein jeder Arzt, also wie, als was sollte man eine Leitlinie betrachten und was kann sie einem quasi bieten? Also wir haben mit den Leitlinien aus meiner Sicht ein unglaublich hilfreiches Dokument und das gilt für verschiedene Sachen, natürlich auch für die Allergenimmuntherapie und das ist ja wirklich aus meiner Sicht eine ganz, ganz zentrale Leitlinie jetzt für die Allergologie gewesen. In der Leitlinie selber steht das auch schon drin. Solche Leitlinien bilden ab, was State of the Art ist zum Zeitpunkt der Erstellung der Leitlinie und sind so eine Art Handlungskorridor. Das heißt, wir bewegen uns, wenn wir den Empfehlungen der Leitlinie folgen, auf dem Pfad, dem gesicherten Pfad der evidenzbasierten Medizin. Das hat natürlich Konsequenzen, aber es gibt in vielen Fällen sehr gute Gründe, von den Empfehlungen der Leitlinien abzuweichen. Aber wir müssen das begründen können. Warum, wenn wir es tun? Und das ist wichtig. Und für die, ich sag mal, normalen Fälle, und dafür sind die Leitlinien gemacht, empfiehlt es sich aus meiner Sicht fast immer, den Empfehlungen der Leitlinien zu folgen. Das heißt nicht, dass es Gesetz ist, dass ich es immer so mache und sofort verklagt werde oder sofort von Kostenträgern angegangen werde, wenn ich das nicht so mache. Aber die geben uns wirklich einen Handlungsspielraum, in dem wir uns guten Gewissens bewegen können. Und andersrum gesagt, bietet sie einem dann auch sehr viel Sicherheit, was Regresse angeht, wenn man der Leitlinienempfehlung folgt. Da ist man dann sehr sicher oder wie ist da die Lage? Das ist schon so. Regresse sind natürlich nochmal so ein ganz spezielles Thema für sich. Und abgesehen davon, dass natürlich das Folgen der Empfehlungen der Leitlinie das viel einfacher macht, das eigene Handeln als Arzt und die Verordnung bestimmter Medikamente oder Therapien zu rechtfertigen,
ganz wichtig, ganz platt gesagt, für jeden Regress und für jegliche sonstige ärztliche Handlung, die überprüft wird, leider, es muss alles dokumentiert werden. Also schreiben Sie auf, warum. Das müssen keine langen, guten Sätze sein, aber es muss begründet und nachvollziehbar sein. Es muss irgendwo was stehen. Das hilft ganz enorm. Genau. Wenn ich dazu sagen darf, das ist ja auch jetzt keine Rocket Science, dass Sie da, Martin Wagemann hat es gesagt, ein Zweizeiler schreiben Ihre Dokumentation. Ich habe mich bei dem Patienten entschieden, jetzt mit der und der Applikation anzufangen, weil er halt eine Skid möchte oder eine Slit. Ich habe auf ein Produkt gesetzt, welches entsprechende Evidenz hat. Das finde ich in dem Tabellenwerk zum Beispiel. Der Patient hat keine relevanten Kontraindikationen. Er hat einen hohen Grad an zu erwartender Adhärenz. Ich habe ihn umfänglich dokumentiert, Klammer auf, siehe Therapiebogen oder diesen Patientenbogen, den ich gezeigt habe. Das ist dann schon in meinen Augen ein gutes Rüstzeug, um da entsprechend dann auch gewappnet zu sein für solche Regresse oder sonstige. Also Herr Wagemann hat es gesagt, Dokumentation ist ganz entscheidend, aber das lässt sich auch wirklich relativ kurz machen. Ja, aber vielleicht an der Stelle nochmal, ja, so eine Leitlinie, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, ist ja eine enorme Arbeit, die auch lange dauert. Und natürlich birgt das immer das Risiko, dass sie, ich will nicht sagen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erscheint, veraltet ist. Das wäre sicherlich übertrieben. Aber selbstverständlich gibt es eben jetzt auch schon Studien, die wir in unserer Langform der Leitlinie nicht berücksichtigen konnten, die jetzt frisch auf den Markt gekommen, sprich frisch publiziert worden sind. Ja, auch das ist ja so ein Dilemma. Viele Leute, die an so einer Leitlinie mitarbeiten, kennen sich gut im Feld aus. Die wissen teilweise sogar schon, da kommt jetzt in Kürze eine Publikation. Vielleicht sind sie selber Autoren, wissen, die ist schon angenommen, aber wenn sie nicht publiziert ist, dann ist halt nicht. Ja, und das wäre zum Beispiel so ein Grund, wo man sagen könnte, okay, ich habe jetzt hier eine gute Studie, die das rechtfertigt und möchte aufgrund dieser Studie zum Beispiel ein Präparat bei Kindern einsetzen, was in der Leitlinie nicht vertreten worden ist. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den Oliver Pfarr, Professor Pfarr ja schon hingewiesen hatte. Die Riesenstärke dieser speziellen Leitlinie liegt wirklich auch in diesen Tabellen, die ja immer aktualisiert werden. Also die sind immer aktueller noch als das, was in der Leitlinie im langen Text drinsteht. Ich glaube, zu den einzelnen Ausnahmen werden wir später noch genug diskutieren. Da haben wir ja noch ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Wie geht man denn an so eine Leitlinie ran? Ich meine, das ist ganz viel Text. Wir haben alle ganz wenig Zeit. Und die AET-Leitlinie ist ja sicherlich nicht die einzige Leitlinie, die uns interessiert. Was ist denn ein cleveres Herangehen? Ist es nur ein Nachschlagewerk? Ist es die Bettlektüre? Und an der Stelle auch mal direkt die Frage ans Publikum, wie die das handhaben. Aber diskutiert ihr das mal? Was sagt ihr euren Assistenten? Also jetzt die Leitlinie aus der Perspektive des Lesers. Ja, genau. Und ich finde das eine interessante Frage, weil das Erste, was ich zum Beispiel mache, wir kennen das alle, als wir bewegen uns im medizinischen Umfeld, wir sind bei irgendeinem Familienfest, da fragt einen einer, ich habe so Nierenprobleme, was soll ich denn machen? Ja, und dann sagt man, um Gottes Willen, da habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung davon. Aber was man tun kann, man kann gucken, was sagt denn die aktuelle Leitlinie zu diesem Thema? Und das ist dann ein Thema, ja, da weiß ich wahrscheinlich überhaupt nichts mehr davon. Ich kann mich vage erinnern, dass das ein paarig angelegtes Organ irgendwo da unten ist. Und dann kann man eben, und das ist in jeder Leitlinie gegeben, klar gibt es sowas wie eine Kurzzusammenfassung, aber es gibt eben auch immer Fazits zum Beispiel. Das heißt, was weiß ich, will ich jetzt spezifisch was wissen bei dem Patienten, der vor mir sitzt, zu einer Frage der Therapie oder zur Diagnostik. Die sind eigentlich immer gleich organisiert und da kann man sich schon ganz gut zurechtfinden. Und das ist meistens ein guter Einstieg. Ich habe ein konkretes Problem, suche mir in der Leitlinie die konkrete Antwort und von da aus informiere ich mich dann idealerweise weiter. Aber Oliver, ich will dir nicht das Wort nehmen.
Nein, nein, alles gut. Ich stimme dir ja wie immer oder fast immer ja hundertprozentig zu, Martin. Das mit den Fazitsätzen ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben hier, ich hatte es auch in meinen Folien gezeigt, diesen Extended Abstract. Das ist quasi eine Aneinanderreihung von den Fazitsätzen. Und also wenn man jetzt ganz wenig Zeit hat und möchte wirklich nur mal ganz kurz einen Überblick über das Thema bekommen, dann kann man sich hieran orientieren. Das hat man relativ schnell gelesen und hat man einen schönen, ja, umfänglichen Eindruck vielleicht von der Allergenimmuntherapie. Und da ist das Echo eigentlich jetzt auch sehr, sehr gut gewesen nach Erscheinen der Leitlinie, auch international. Wir haben ja das auch, diesen Extended Abstract, auch englisch publiziert. Und das wird also auch gelesen. Hm. Und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, ins Thema reinzukommen. So, und da findet sich natürlich ein Absatz zu Indikationen, Kontraindikationen, produktspezifische Bewertungen. Und dann kann ich ja aus diesem Extended Abstract wieder auf das entsprechende Kapitel zugreifen, wenn mich dann doch die Details interessieren oder ich auch die entsprechende Literatur nochmal nachschlagen möchte. Wo haben jetzt eigentlich die Autoren diese Empfehlung her? Ach, guck mal hier, Referenz 17. Also so mache ich das. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Vielleicht nur eine kurze Anmerkung sozusagen für den unbedarften Leser von Leitlinien, obwohl ich daran zweifle, dass es so jemanden in unserer Zuhörerschaft heute gibt. Aber was ja schon aufgefallen ist, bestimmt vielen von uns, da sind immer so komische Formulierungen drin. Da steht dauernd soll oder sollte. Das ist zum Beispiel ein wahnsinnig wichtiger Unterschied. Ja, also da gibt es eine spezielle Terminologie in Leitlinien, wie Empfehlungen verfasst werden. Und je strenger die Formulierung ist, desto besser muss auch die zugrunde liegende Evidenz sein. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Das stimmt. Ich hake hier gerade auch nochmal ein. Wir hatten gerade noch parallel eine Umfrage laufen und ja, eigentlich sagen unsere Zuschauer dasselbe. 73% sagen, ja, sie befolgen die Leitlinien, aber gelesen haben sie maximal die Zusammenfassung. Also ich denke auch, umso wichtiger, dass es da wirklich gut übersichtliche Zusammenfassungen gibt. 8% sagen, ja, ich sauge die Leitlinien eigentlich nur durch Erzählungen von Kolleginnen auf. Das ist ja so der Klassiker, vielleicht morgens in der Frühbesprechung, der Oberarzt lässt fallen, ja, da steht ja auch so eine Leitlinie, dann sagt der Assistent das zum nächsten Assistent weiter und so spricht sich halt die Leitlinie rum. Ist sicherlich nicht unüblich. Aber immerhin 20% sagen auch, Leitlinien sind ihre Nachtlektüre. Genau. Okay. Oliver, ich habe auch noch mal eine Frage. Das stand ja eben auch drauf. 32 Autoren haben hier mitgewirkt bei der Immuntherapie-Leitlinie. Und wenn man schon mal bei einer Leitlinie mitgearbeitet hat, dann kriegt man das ja auch, ich hatte einmal das Glück, kriegt man so mit, dass viele Word-Dokumente rumgeschickt werden und dann hat Person 1 im Original kommentiert, dann kommt Person 2 auch. Irgendjemand anderes bezieht sich dann schon auf eine kommentierte Version. Du warst jetzt ja der Koordinator dieser Leitlinie. War das sehr stressig? Wie hast du das Problem gelöst? Da kamen ja sicherlich immer ganz viele Kommentare zu den gleichen Themen. Wie war das für dich? Ja, in der Tat, das ist ein großes methodisches Problem. Gerade in den Umlaufverfahren ist es genauso, wie du es beschreibst. Ne? Dann teilweise geht es dann auf verschiedene Wege auf einmal, dann die Kommunikation hier und dann weißt du gar nicht mehr, auf welches Punkt sich das hier dann auch wirklich bezieht, der Kommentar oder auf welche Antwort der Co-Autoren und so weiter. Deswegen ist es natürlich sinnhaft, dass man sich ganz strikt nur an einer Version orientiert oder dass man zum Beispiel, es gibt auch so Online-Portale, wo man das Word-Dokument wisst ihr ja, bearbeiten kann und wo man dann auch direkt markiert sieht, wer wann was hier geändert hat. Das haben wir jetzt nicht genutzt. Ich hatte das am Anfang vorgeschlagen, aber der Autorengruppe erschien es dann ein bisschen ja, zu neu, sage ich mal, oder zu modern oder wie auch immer. Die wollten lieber den klassischen Weg gehen. Naja, und frank und frei ist es schon so, dass du am Ende des Tages auch diesen ganzen, ich sag mal, elektronischen Helferlein nicht wirklich die Arbeit übertragen kannst. Am Ende des Tages sitzt du als Leitlinienautor nachts, guckst dir die verschiedenen Word-Dokumente an, führst noch mit einer Excel-Tabelle, was, wann, wer gesagt hat und markierst im Text, warum du dann wieder dort auch die entsprechende Änderung durchgeführt hast. Also das ist wirklich große Fleißarbeit und das, wie gesagt, das können auch diese ganzen elektronischen Medien und sonstigen Software-Tools, die es da gibt, leider nicht ersetzen.
Wie ist denn dann eigentlich genau das Vorgehen? Ich meine, die AET-Leitlinie wird irgendwann ein Update kriegen. Nimmt man sich dann erstmal das Dokument, sagt, bis hierhin war es ja ganz gut. Was wollen wir denn ändern und wie wird das denn diskutiert? Welche Studie wird mit aufgenommen? Welchen Punkt nehme ich denn überhaupt mit rein? Das ist eine super Frage, ja. Also inhaltlich orientiert man sich natürlich an der vorherigen Version. Da muss man aber auch sehen, auf welchem methodischen Level die Leitlinie ist. Wenn du zum Beispiel eine S3-Leitlinie hast, dann brauchst du ja vorher diese systematische Literaturrecherche und dann wirst du hier Fragen aufformulieren und in dem Systematic Review beantwortet finden, die dann wieder darauf auch einen Impact haben, welche Struktur die Leitlinie haben wird. Also wie gesagt, eine S3-Leitlinie hat da noch methodischen, einen komplizierteren Weg, sage ich mal, oder einen anspruchsvolleren Weg, als wir jetzt bei der S2K-Leitlinie. Da ist es in der Tat so, dass wir am Anfang in der Gruppe konsentieren, dieses und dieses und dieses Thema ist wichtig. Hier hatten wir in der vorherigen Version schon viel Literatur zugefunden und konnten uns entsprechend positionieren. Und dann kommt aber schon der nächste Kollege und sagt, ja, aber seitdem ist das und das erschienen, das muss jetzt ein eigenes Kapitel haben. Also zum Beispiel bei der komponentenbasierten Diagnostik, das Kapitel ist jetzt viel umfangreicher ausgefallen, als es 2014 der Fall war. Das Kapitel Harmonisierung von Endpunkten, Beurteilung von Evidenz und so weiter, das ist etwas, was mir sehr wichtig war. Da habe ich gesagt, das braucht ein neues Kapitel, das schreibe ich auch alleine und bringe es zur Konsentierung. Und so ist es halt, dass die entsprechenden Autoren, die aktiv sind, hier dann auch ja, die entsprechenden neuen Gaps dann auch füllen mit Leben. Ja, aber die Struktur kann sich auch ändern, ne? Also wir haben ja zum Beispiel, was jetzt die Unterteilung Skit und Slit und sowas geht, die haben wir ja quasi aufgehoben jetzt in dieser Leitlinie der zur Immuntherapie. Ja, ja. Das muss man dann eben auch sich gemeinsam versuchen zu einigen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Und dann sind natürlich wie immer ein paar dafür und dagegen und da muss abgestimmt werden und dann geht es in die eine oder in die andere Richtung weiter. Welche allergologische Leitlinie kommt jetzt als nächstes raus? Ja, gerade erschienen ist ja die zur Hymenopteren-Giftallergie. Habt ihr alle heute im Fach gehabt? Ich glaube, das ist jetzt gestern oder in die Post gegangen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Meilenstein für die Szene, dass wir jetzt hier auch eine ganz aktuelle S2K-Leitlinie haben. Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Asthma-Behandlung, Asthma bronchiale ist vor 2 Monaten, glaube ich, erschienen. Hier Marek Lomertsch als Erstautor. Martin Wagemann ist jetzt dran an der Rhinitis-Leitlinie. Vielleicht, Martin, willst du dazu noch was sagen? Also im Grunde sind wir auf einem guten Weg. Ja, also ich glaube, eine Leitlinie, die auch noch sehr weit fortgeschritten ist und dann auch bald kommt, da bist du ja auch mit beteiligt, ist die Leitlinie zur nasalen Allergenprovokation. Stimmt, die habe ich vergessen, genau. Ja, das kommt sehr bald und in der Tat ist es dann, jetzt arbeiten wir gerade in der Leitlinie allergische Rhinitis und vielleicht bei der Frage, was kommt denn so als nächstes allergologisch, da muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen. Wie läuft denn sowas überhaupt? Ja? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, sowas anzumelden? Also es darf jetzt nicht jeder einfach so eine Leitlinie anmelden, der Lust hat dazu, sondern das können die Fachgesellschaften der AWMF, der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher, medizinischer Fachgesellschaften. Ja. Und da sind also auch nicht alle, alle Vereine drin, die wichtigsten natürlich schon. Und die können Vorschläge machen. Und die AWMF kann dann aber auch durchaus sagen, nein. Also mal so ein Beispiel zum Beispiel, wo wir allergologisch eher frustriert sind. Wir haben lange gearbeitet an einer Leitlinie zur In-vitro-Diagnostik bei der Allergologie. Und da hat uns jetzt die AWMF gesagt, nee, wir nehmen keine Leitlinien mehr, die sich spezifisch nur in Anführungszeichen mit Diagnostik befassen. Ja, also auch da gibt es Vorgaben. Und dann gibt es eben die verschiedenen Stufen, S1, S2, S3 vereinfacht gesagt, der Leitlinien. Die sind unterschiedlich aufwendig, aber dieses unterschiedlich aufwendig bedeutet einerseits Zeit und Aufwand, aber das bedeutet auch Geld. Mhm. Ja,
Ja, also eine S3-Leitlinie zu erstellen, ist richtig teuer. Und natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ALK finanziert uns doch bitte mal die nächste S3-Leitlinie zur Allergenimmuntherapie. Das wäre nicht sauber. Ja, das ist ja ganz klar. Das heißt, das Geld muss aus den Fachgesellschaften kommen. Das Geld braucht man zum Beispiel, um die systematische Literaturrecherche zu machen. Das schaffen wir als normale Leitlinienautoren nicht, sondern da braucht man Spezialisten, die nichts anderes machen. Und die sind dann ein Jahr lang oder so beschäftigt damit. Und die wollen bezahlt werden. Also das kann durchaus mehrere hunderttausend Euro sein, die die Fachgesellschaft aufbringen muss. Warum sage ich das? Weil das natürlich auch so ein bisschen limitiert, was kann man sich leisten überhaupt als Fachgesellschaft, wie viele Leitlinien. Und deshalb stimmen wir das zum Beispiel im Vorstand von der Legaki ab untereinander. Was sind uns jetzt besonders wichtige Leitlinien? Welche wollen wir auf S3-Niveau haben? Und in welcher Reihenfolge kommen die dran? Und dann haben die natürlich auch eine bestimmte Haltbarkeitsdauer, so ähnlich wie ein Joghurt im Kühlschrank. Irgendwann, man kann es vielleicht noch lesen, aber es ist eigentlich nicht mehr so mit absoluter Gültigkeit versehen und verschwindet dann irgendwann auch von der Homepage der ABMF. Und dann muss man halt rechtzeitig auch anfangen zu arbeiten. Ganz konkret, jetzt kommt die allergische Rhinitis als S3-Leitlinie. Als nächstes S3-Projekt kommt dann allergologisch die Nahrungsmittelallergie. Vielleicht ganz kurz. Und alles, ich wollte nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass sich das alles, was Martin jetzt gerade gesagt hat, Martin Wagemann, findet sich in dem ABMF-Regelwerk. Also wenn Sie das einfach mal googeln wollen und das zum Beispiel zu Ihrer Nachtlektüre jetzt bestimmen, kann ich es Ihnen sehr empfehlen. Das ist dann doch auch wirklich schön, hier so grundlegende methodische Dinge mal zu erlernen. Was sind die Unterschiede S1, S2, S3 und so weiter und so fort. Also das ist wirklich schön. Die ABMF hat auch ihre ganze Homepage gerade aktualisiert. Also die ist auch deutlich besser geworden und übersichtlicher, als sie noch vor nicht allzu langer Zeit war. Also das lohnt sich. Ja, apropos Homepage, da will ich kurz einhaken. Wir haben nämlich eine wichtige Frage aus dem Publikum. Es wurde hier gerade schon die Insektengift-Leitlinie angetriggert. Wo findet man die denn? Wo habe ich sie? Auf Olivers Schreibtisch. Also sie wird direkt von Professor Farr per Post verschickt. Nein, so ist es nicht. Aber wo kann jeder sie denn finden? Also alle Leitlinien sind natürlich auf der Homepage der ABMF und eben in der Zeitschrift Allergologie. Die Leitlinien werden auch immer veröffentlicht auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie, also www.dgaki.de. Und dann, wie Oliver das vorhin schon gezeigt hatte, unter Leitlinien, da sind die zu finden. Übrigens auch die alten, die bei der ABMF nicht mehr so leicht zu finden sind. Super, danke. In der Regel, wenn ich darf, finden Sie die aber auch über PubMed, weil wir über die Allergologie Select die englischen Übersetzungen aller Leitlinien von der DGAKI auch in PubMed setzen. Und das ist natürlich auch wunderbar, dass man es dann dort auch als PDF direkt hochladen kann. Vielleicht, bevor wir zu unserem Case kommen, den du noch mitgebracht hast, eine letzte Frage aus dem Publikum nach dem Level der nächsten AIT-Leitlinie. Wird es denn S3 werden? Oh lala, das ist eine gute Frage. Wir müssen es letzten Endes nochmal im Vorstand besprechen. Also ich denke auch wie Martin natürlich stark dafür, dass es eine S3-Leitlinie wird. Wir wollen ja die Leitlinie bis 2027 aktualisiert haben. So findet sich das auch schon auf der AWMF-Seite. Das heißt, wir sind dann eigentlich wunderbar in der Zeit dann auch des Abschlusses des THV-Prozesses. Und ich glaube, dann ist der Moment auch wirklich gegeben, dass wir dann sehr klare Empfehlungen ausstellen können, weil wir bis dahin dann auch wirklich mehr Evidenz noch haben werden und dann auch der THV-Prozess abgeschlossen ist. Dann ist wirklich die Zeit reif für eine Leitlinie auf S3-Niveau. Und das brauchen wir auch berufspolitisch. Das ist ganz wichtig. Das wird der ganzen AIT natürlich nochmal einen Schub geben, wenn wir da entsprechend das in der S3 dann auch nach außen tragen können. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir genau zu dem Punkt. Oliver, du hast uns noch einen Case mitgebracht. Wir sind ganz gespannt, was du uns zu präsentieren hast und freuen uns auch schon wieder auf die Diskussion danach. Ja, vielen Dank, Sebastian. Also ich wollte gerne mit einer Kasuistik anfangen, beziehungsweise mal darauf hinweisen, was mich immer wieder stört, wenn die Pollensaison losgeht. Das kennen Sie alle.
im Internet oder auch im Fernsehen oder auch in den Apotheken sind es ja Models, junge Damen, die vornehm in das Taschentuch reinschniefen und dann finden wir bei Focus Online, die Pollensaison hat gerade wieder begonnen und die Patienten sollen doch jetzt in die Apotheke gehen und die sollen sich doch Medikamente holen und so weiter. Das Ganze wird natürlich bagatellisiert, denn die Patienten, die Sie, die ich, die wir in den Sprechstunden sehen, sind doch grundsätzlich anders als die gerade gezeigte junge Dame. Hier ist eine Patientin, die ich 2014 im Alter von 15 Jahren in meiner Sprechstunde hatte. Sie gab an, seit der Grundschulzeit Heuschnupfen im Hochsommer gehabt zu haben. Das war also schon seit der Grundschulzeit, nehmen wir also an, das sind schon 10 Jahre gewesen, da hatte sie schon eine entsprechende Symptomatik, hat dann im Hochsommer orale Antihistaminika eingenommen, abschwellende Nasensprays. Naja, und dann geht natürlich die Generation auch gerne mal ins Internet und guckt bei Dr. Google und findet dort, es gibt auch Bioresonanz, diätetische Umstellungen, es gibt Eigenurintherapien, das müssen Sie mal gucken, was sich da alles bei Google findet zur Behandlung von Heuschnupfen. Und das ist natürlich eine Situation, die ist so nicht tragbar für uns alle gelogen. Insbesondere, weil sie auch gesagt hat, dass sie in dem Sommer 2014 in meinem Reiten auch ja, Asthma-ähnliche Symptome entwickelt hat. Hustenreiz. Sie hat dann über einen Hausarzt Salbutamol-Spray bekommen. Aber, und das ist mir besonders wichtig, sie ist nie allergologisch wirklich untersucht worden. Die zugrunde liegende Erkrankung ist überhaupt nicht irgendwie durch eine entsprechende Spezialistin, einen entsprechenden Spezialisten hier weiter diagnostiziert worden. Und das ist natürlich wirklich ein Trauerspiel. Wir alle sehen diese Patienten in den Sprechstunden. Wie kann es sein, dass ein Teenager im Alter von 16 oder 15 Jahren, wo sie eigentlich im Hochsommer im Freibad sein müsste oder auf irgendeinem Konzert oder so weiter, sitzt sie halt zu Hause bei den Eltern im Keller, weil sie im Grunde sich nicht mehr raustraut. Und das ist ja ein authentischer Fall. Die Patienten haben sie ja auch alle. Und das müssen wir ändern. Wir müssen das auch ändern in der Wahrnehmung nach außen. Denn gerade mit der Allergenimmuntherapie haben wir ja eine Therapieoption, einen therapeutischen Weg, der sehr früh beschritten werden sollte. Es ist ja, und da haben wir auch gute Evidenz zu, je früher, desto besser. Es ist ja wirklich wichtig, Kinder schon möglichst früh der Allergenimmuntherapie zuzuführen, um genau hier noch besser auf das fehlgeleitete Immunsystem noch einwirken zu können. Bei Kindern funktioniert das Ganze ja viel besser, als wenn die Erkrankung schon 40 Jahre chronifiziert ist. Ja, und dann habe ich auch im Herbst 2014 bei der Patientin eine Immuntherapie initiiert. Das war eine 3-Jahres-subkutane Immuntherapie, Gräserroggen. Und ich kann Ihnen sagen, dass hier wirklich ein sehr guter Erfolg sich eingestellt hat. Die Familie ist sehr, sehr dankbar. Und sie hatte jetzt in den folgenden Sommern doch deutlich weniger Symptome. Diesen Sommer war ich nicht ganz sicher, wie kontrolliert ihre Erkrankung ist. Das will ich jetzt auch mal zur Diskussion stellen. Wie gesagt, ich hatte dann 2014 bis 2017 3 Jahre subkutan therapiert. Und über die Jahre haben sich dann doch wieder Symptome entwickelt. Jetzt im Sommer habe ich das Tagebuch laufen lassen, das elektronische, was ich Ihnen schon gerade gezeigt hatte. Und ich hatte jetzt in der Sprechstunde gesehen, dass ich dann doch wieder hier eine gewisse Symptomatik gezeigt hatte. Und deswegen habe ich die Patientin jetzt auch einbestellt, um sie nochmal zu boostern. Auch das können wir diskutieren. Also hier nach bereits durchgeführter AIT das Ganze nach dem Abstand von 5-6 Jahren dann nochmal durchzuführen. Wir haben gute Daten, das haben wir selbst untersucht. Für die Allergenimmuntherapie, dass wir gerade durch das Boostern, ähnlich wie wir es aus der Impftechnologie kennen, hier wirklich nochmal sehr schnell eine deutliche Besserung der Symptomatik erreichen können. Und ja, da würde mich natürlich auch Ihre Erfahrung sehr interessieren, wie Sie das sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie auch Patienten haben, die Sie dann auch wieder nach einer therapeutischen Pause dann nochmal neu AIT therapieren. Und also unsere Erfahrungen in der Routine sind sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, wir haben es auch in einer kontrollierten Studie entsprechend auch systematisch erfasst. Ja, das zu meiner Präsentation.
Super, ganz lieben Dank, Oliver. Ich fand, das war ein toller Auftakt und ermöglicht uns ganz viel Diskussion. Und hier, wir hatten schon ein paar Fragen im Vorhinein, das bezieht sich jetzt nicht ganz auf die Patientin, hier würde ich gleich mit starten. Eine Frage vorweg, vielleicht an euch beide. Du hattest ja Bioresonanz, Homöopathie, sowas erwähnt. Ich finde, es passiert gar nicht so selten, dass Patienten ja mit so einer Vorgeschichte zu einem kommen. Und ich finde es immer richtig schwierig, dann adäquat zu reagieren. Und zwar sollte unser Ziel ja nicht sein, irgendwie eine Therapie jetzt, ich sag mal, schlecht zu reden oder halt dem Patienten das Gefühl geben, er hätte alles falsch gemacht oder ein anderer Arzt oder Kollege hätte vielleicht was nicht richtig gemacht, sondern das Ziel ist es ja, den Patienten irgendwie ins richtige Boot zu holen und mit dem eine sinnvolle Therapie durchzuführen und den irgendwo abzuholen. Aber wo hole ich denn den Patienten ab? Was sage ich zu eventuellen Vortherapien? Wie macht ihr das? Wer fängt an, Martin? Genau, vielleicht zuerst. Also gut, ich bin der Bad Guy. Ja? Ich habe da überhaupt kein Problem, den Patienten zu sagen, das, was vorher passiert ist, war Mist. Ja? Und das merken sie daran, dass es ihnen nicht besser geht. Und das ist falsch gelaufen. Ja, ich finde, da muss man auch klare Worte benutzen und das, die meisten Patienten verstehen das auch. Klar ist da jetzt nicht jeder gleich und ich sage dem Patienten nicht, mein Gott, wie können Sie so blöd sein, sowas zu glauben. Das darf man natürlich nicht tun. Ja, aber auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht irgendwie wischiwaschi mich um das Thema drücken, sondern ganz klare Kante zeigen und was weiß ich, zum Beispiel sagen, Homöopathie, da wissen wir, das kann nicht funktionieren bei dieser Geschichte. Oder meine Nahrungsumstellung ist so toll und ich mache jetzt dies und jenes und fühle mich schon viel besser. Aber wenn man fragt, wie geht es denn der Nase unter der Nahrungsumstellung, dann kommt eben meistens raus, da hat sich überhaupt nichts dran geändert. Ja, und da muss man durchaus klare Kante zeigen. Und an der Stelle vielleicht direkt auch eine Anschlussfrage an Oliver zum Übernehmen sozusagen. Wir haben es ja eben über Leitlinien gehabt und ich finde ein Thema, was aus meiner Sicht und auch so ein bisschen mit Selbstkritik hier, was wir vernachlässigen, ist, eigentlich sollte jede größere Leitlinie auch einen Teil haben, der für Patienten ist, wo wir Patientensprache verwenden, wo der Patient selber eine kurze Zusammenfassung lesen kann. Was gibt's denn? Ja, wie lange darf ich Antihistaminika nehmen? Warum soll ich keine abschwellenden Nasentropfen nehmen? Auch das ein Thema, was man anreißen kann. Wir sind in Deutschland zurückhaltend darin, in vielen Fällen zu sagen, was man nicht tun sollte. Am liebsten sagen wir immer, dies und jenes tun wir, weil es dafür Evidenz gibt. Aber es fällt uns Ärzten immer wieder ausgesprochen schwer, klare Worte zu finden, was man nicht tun sollte. Und ich glaube, da müssen wir besser werden. Das hilft auch den Patienten. Ja, also ich stimme dir in beiden Punkten zu, wenn ich darf. Es ist so, dass ich bin hier für radikale Transparenz dem Patienten gegenüber. Ich diskutiere mit dem Patienten den hohen Impact von Placebo-Effekten in der Arzt-Patienten-Interaktion. Da haben wir gute Belege, nicht nur bei der Allergen-Immuntherapie, sondern generell in der Pharmakotherapie. Aber für die AIT weiß ich, dass die reinen Placebo-Effekte alleine schon 35-40% Besserung ausmachen. Und das müssen die Patienten wissen. Und sie müssen auch wissen, wie wichtig das ist, dass sie Vertrauen zu mir haben, dass wir uns regelmäßig austauschen. Manchmal sage ich auch hier, wenn es irgendwie neue Kontraindikationen mögliche gibt oder wie auch immer, jetzt bin ich hier der Arzt, jetzt vertrauen Sie mir das an, es bleibt hier in dem Raum, wir müssen darüber reden. Und es ist natürlich ganz klar, dass das alleine, dieses Vertrauensverhältnis, einen unglaublich hohen Impact hat auf den Therapieerfolg. Und das müssen wir genauso offen auch mit den Patienten besprechen. Und dann sage ich Ihnen aber, ich bin jemand, der Evidenz gläubig ist oder ja nicht gläubig, sondern evidenzorientiert. Ich glaube nicht, sondern ich weiß. Und ich weiß durch placebo-kontrollierte Studien, dass wir durch den und den Ansatz dann nochmal on top 30%, 40%, 50% on top noch draufsetzen können. Und lieber Patient, wir führen in unseren Studienzentren placebo-kontrollierte Studien durch, um genau das auch klar zu belegen. Das kostet viel Lebenszeit, viel Ressourcen und so weiter. Aber Sie kriegen von mir eine Therapie, von der ich weiß, dass sie
auf qualitativ wirklich hohem Level untersucht worden ist. Und das ist der Service, den ich Ihnen biete. So, und zeigen Sie mir mal von den anderen Verfahren, die bei Ihnen überhaupt nichts gebracht haben, ob es hier einen ähnlichen Beweis gibt, dass das Ganze funktioniert. Und es ist ja natürlich so, wir müssen auch mit dem Patienten darüber reden, dass es ja eigentlich auch ein Unding ist, dass hier auch viel, viel Geld von den Patienten bezahlt wird für Verfahren, von denen wir überhaupt nicht wissen, ob es funktioniert. Und das nehmen die Familien, wie gesagt, meine Patientin, in Kauf, hier einen Weg einzuschlagen, von dem wir überhaupt nicht wissen, ob er wirklich mehr schafft als dieses reine unspezifischen Therapieerfolg. Aber dafür leider dann auch Geld bezahlen müssen. Und das, finde ich, ist ein Unding. Wir haben die entsprechende Evidenz. Wir haben ein Gesundheitssystem, was die Therapie auch finanziert und unterstützt. Und das sollten wir in dieser Klarheit auch ganz klar an den Patienten bringen, ohne allerdings jetzt schulmedizinisch arrogant zu sein. Also das soll ja auch nicht unser Ziel sein. Aber ich denke, man sollte schon klar benennen, wie die Faktenlage ist und wie es um die Evidenz bestellt ist. Ich finde den Hinweis mit dem Geld gut. Das sage ich den Patienten nämlich auch oft. Ja, wenn eine Therapie, eine Diagnostik für Sie selber was kosten soll, dann sollten Sie schon mal extrem skeptisch sein. Und wir sind wirklich in einer tollen Lage in Deutschland mit unserem Gesundheitssystem. Es gibt viele hochindustrialisierte europäische Länder, wo die Allergenimmuntherapie nicht von der Kasse übernommen wird. Genau. Ich fand jetzt aber auch gerade gut, was gesagt wurde, die Kombi aus klaren Worten, aber ich fand es auch super, was Oliver gesagt hat mit dem Hinweis auf den Placebo-Effekt, weil ich finde immer ein Argument, was dann halt aber immer kommt oder sehr häufig kommt, ist, ja, es hat aber geholfen, es hat aber gewirkt, dass sich meine Ernährung umgestellt hat und es hat aber, und das ist dann immer, dem ist, finde ich, ansonsten relativ schwierig zu begegnen, weil das ist ja die Überzeugung in dem Moment. Okay, aber ich denke, bevor wir jetzt hier zu lange drüber reden, würde ich gerne noch einmal auf die Folien von eben zurückkommen, weil das war auch schon eine Publikumsfrage. Und zwar soll es einmal um die Schwangerschaft bei der AIT gehen. Einmal hier direkt die Publikumsumfrage, die wir parallel laufen lassen. Darf man eine AIT bei Schwangerschaft beginnen? Ja, nein, da schaue ich erstmal in die Fachinformation. Genau. So, dann haben wir die Umfrage geschlossen und wir schauen erstmal, was das Publikum sagt. Das Publikum sagt zu 41% Nein und 29% teilen sich die Antwort Ja und da schaue ich erstmal in die Fachinformation. Ja, wie haltet ihr es? Wer fängt an? Du, Oliver. Gerne. Natürlich orientieren Sie sich schon an der Fachinformation und welche Empfehlungen Sie dort finden für das entsprechende Präparat. In der Regel ist es so, dass eine AIT nicht begonnen werden soll bei einer Schwangerschaft aufgrund möglicher Nebenwirkungen, aber es ist bei den Inhalationsallergien ratsam, es fortzuführen, sofern die Therapie im Vorfeld immer gut vertragen worden ist. Also bei meiner Patientin, die ist jetzt dann ja auch schon in Mitte 20er Jahren, ist es so, dass wir auch empfohlen haben, natürlich die Allergenimmuntherapie entsprechend vorher dann auch durchzuführen, abzuschließen, damit halt der Benefit der Therapie gegeben ist, bevor es dann überhaupt zum Kinderwunsch kommt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Empfehlung. Nochmal, wenn die AIT in der Erhaltungsdosierung immer gut vertragen worden ist, dann kann sie auch während der Schwangerschaft fortgeführt werden. Sie sollte aber nicht begonnen werden während einer Schwangerschaft. Bei den Insektengiften ist das noch ein bisschen anders, aber ich glaube, für die Inhalationsallergene ist das relativ klar. Das wollte ich gerade fragen. Martin, wie haltet ihr es denn mit unseren schwarz-gelb gestreiften Freunden? Ja, das ist genau der gleiche. Das hat Oliver ja eben schon angesprochen. Also das ist Ähnliches gilt für wie bei den Leitlinienempfehlungen eben. Ne? Also auch wenn da Empfehlungen sind, die Fachinformationen, die zählen trotzdem dann. Ja, gerade wenn es um Kontraindikationen und sonst was geht, man kann sich, wenn man gute Gründe hat, da auch drüber hinwegsetzen. Aber das muss man dann eben sich am besten schriftlich dokumentieren lassen, die Gründe angeben, warum man das tut. Und es mag ja gute Gründe geben, zum Beispiel jetzt bei einem Patienten, der eine anaphylaktische Reaktion nach einem Insektenstich hatte und ich eben dann rausgefunden habe, ja, es ist die Wespe
Und ich habe jetzt zum Beispiel Faktoren wie Wespengift-Exposition, ja, die ist ja nur im Sommer zum Beispiel typischerweise gegeben, ja. Da muss ich schon viel tun, um das sicher vermeiden zu können. Und dann muss man die Punkte einfach abwägen. Ja, eine Anaphylaxie in der Schwangerschaft ist definitiv auch nicht gerade förderlich. Ja, und das sind genau die Punkte. Und das ist ja das Schöne. Das kann man mit den Patienten diskutieren und besprechen. Und wenn man es gut begründen kann, sein Handeln, dann gibt es fast immer auch eine Möglichkeit, das zu tun. Mhm. Vielen Dank. Ich gehe einmal zu dieser Frage weiter. Kommen wir noch einmal zu den malignen Erkrankungen. Da, Oliver, hattest du ja vorhin schon gezeigt, wie es aktuell in der Leitlinie steht. Hier würde ich auch gerne noch mal drüber diskutieren. Erstmal die Frage ans Publikum. Darf man eine AIT bei einer Krebserkrankung starten? Ja, nein. Da schaue ich erst einmal in die Fachinformation. Wollen wir einmal gucken, wie da die Publikumsmeinung so ist. Und da hält es sich so, dass 71% sagen nein, 18% sagen, die Fachinformation schauen wir rein, und 12% sagen, ja, darf man starten. Ja. Bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, bei der anderen Frage waren alle großzügiger als bei der Schwangerschaft. Ja, gerade bei den malignen Erkrankungen wäre ich von meinem Gefühl her sehr viel großzügiger. Das hat ganz pragmatische Gründe. Ja, wie viele Tumorpatienten mit wirklich einer akuten Tumortherapie sehe ich denn, die zu mir kommen und sagen, ich brauche eine Immuntherapie bei meinem Heuschnupfen? Ja, die kommen, wenn sie ein Jahr nach Therapie sind und wenig Symptome haben und sich dann daran erinnern und merken, Mensch, mein Heuschnupfen quält mich auch, und fragen, kann ich jetzt nicht eine Therapie bekommen? Ja, ein Jahr später, gut, da muss man dann diskutieren. Viele Jahre später, da muss man aus meiner Sicht überhaupt nicht diskutieren. Da kann man anfangen. Ja, also da wäre ich sehr viel liberaler, zumal mir auch keine guten immunologischen Gründe einfallen, warum jetzt eine Allergenimmuntherapie einen negativen Einfluss auf eine Tumorerkrankung haben sollte. Ja, genau, da würde ich gerne noch mal drauf, vielleicht auch fürs Publikum, warum gibt es eigentlich überhaupt die ganze Zeit diese Diskussion, was soll das mit dem Malignom? Hängt das jetzt mit der Therapie der eventuellen Tumorerkrankung zusammen? Geht es darum, ob die Tumorerkrankung vielleicht fortschreiten könnte oder sich negativ fortschreiten könnte aufgrund der Allergenimmuntherapie? Oliver, was sind da die Gründe, warum wir da eigentlich immer drüber diskutieren? Ja gut, weil wir einfach wenig Evidenz dazu haben. Das ist halt der Punkt. Aber ich stimme Martin natürlich 100% zu. Wenn wir jetzt einen aktiven Tumor haben, der auch, also chemotherapiert wird, dann würde ich natürlich jetzt hier nicht mit einer immunmodulierenden Therapie reingehen. Deswegen haben wir das ja auch in der Leitlinie ganz klar benannt, dass der aktive Tumor stellt eine Kontraindikation dar. Aber wenn das Tumorgeschehen dann wirklich vorbei ist, der Patient ist rezidivfrei und so weiter, spricht ja überhaupt nichts dagegen, dem Patienten die Benefits der Therapie auch zukommen zu lassen. Ne? Lebensqualitätsverbesserung, ja, Arbeitsproduktivität und so weiter. Mhm. Das sind ja alles Daten, die liegen uns ja vor, und das dürfen wir, und das möchte ich nochmal aufgreifen, Martin, ja, dem Patienten keineswegs vorenthalten. Das können wir erreichen mit der Immuntherapie. Und wenn wir jetzt sagen, der Patient hatte das vor 10 Jahren, ich hatte gerade heute jemand in der Sprechstunde, der hatte ein Tumorgeschehen vor 15 Jahren, und der überweisende Kollege hat mir die Frage gestellt, ja, darf ich das denn überhaupt machen und so weiter. Ich glaube, hier ist man gut beraten, sich an der Leitlinie zu orientieren und natürlich auch sich den Patienten anzugucken. Was will der Patient? Wie lange ist der Tumor frei? Was erwartet er von der Therapie? Und dann natürlich pro AIT. Es gibt überhaupt keinen Grund, dem Patienten das vorzuenthalten. Ich denke aber, Martin hat auch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, der Patient, der gerade in der aktiven Tumortherapie ist oder gerade eine Neudiagnose hat, der kommt in der Regel nicht zu mir. Der hat gerade andere Probleme. Aber ich finde, einen anderen Fall hat man ja doch ab und zu. Und zwar, Malignome sind häufig, Immuntherapien sind auch nicht so selten. Wir haben häufiger Patienten, die laufen mit einer Immuntherapie, und irgendwann kommen sie leider mit der traurigen Nachricht, ich habe jetzt Mammakarzinom beispielsweise. Für so einen konkreten Fall, was sind da die Empfehlungen? Also
Naja, die Empfehlungen sind, den Patienten zu beruhigen. Warum können wir den Patienten beruhigen? Es gibt glücklicherweise Gesundheitssysteme, wo Krankheitsdaten besser erfasst werden als in Deutschland. Das heißt zum Beispiel, in Dänemark gibt es große Register. Und in Dänemark gab es auch eine große Studie, die untersucht hat, solche Begleiterkrankungen, koronare Herzerkrankungen, Autoimmunerkrankungen haben Immuntherapien, also Allergenimmuntherapien, darauf einen Einfluss gehabt. Und diese, natürlich ist es keine prospektive Studie, aber immerhin eine Studie über viele, viele Jahre an einer großen Zahl von Patienten. Und diese Daten beruhigen einen sehr, weil da finden sich keine Signale für maligne Erkrankungen, keine Signale für Gefäßerkrankungen und keine Signale für Autoimmunerkrankungen. Und mit sowas kann man den Patienten beruhigen. Ja, ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange weiter diskutieren und auch noch ganz, ganz viele andere Kontraindikationen diskutieren. Aber leider schreitet die Zeit schon fort. Traditionell ist es so, dass wir unser Webinar mit einer klassischen schnellen Fragerunde beenden, wo wir unseren Gast noch einmal quälen. Es geht darum, wirklich nur ganz kurz stichpunktartig in wenigen Worten einmal zu sagen, was die Antwort auf unsere Fragen ist. Und ich würde direkt einmal starten. Oliver, wenn du dich nochmal entscheiden müsstest, Praxis oder Klinik? Klinik. Wenn du nochmal promovieren wolltest, was wäre dein Thema? Allergenimmuntherapie, Langzeiteffekte. Wenn alles zu viel wird, was ist dein Ausgleich? Ich gehe gern joggen oder mit dem Hund spazieren. Und wenn ich Zeit finde, höre ich auch sehr gern Musik. Was ist deine Nachtlektüre? Fachzeitschrift oder Freizeitbuch? Freizeitbuch auf jeden Fall. Keine Fachlektüre. Hast du selbst Allergien? Nein. Wenn du heute nochmal deinen Facharzt wählen dürftest, welcher wäre das? Allergologie natürlich. Die neue Facharztbezeichnung in Deutschland. Nein, HNO-Heilkunde. Wir drücken alle die Daumen, dass der Facharzt kommt. Ja. Welche Leitlinie hat dir bisher am meisten Spaß gemacht? Am meisten Spaß gemacht, das ist schwer. Ich glaube, die EACI-Leitlinien, weil ich da unheimlich viel gelernt habe. Und last but not least, auf welchem Kongress kann man dich als nächstes treffen? Als nächstes übermorgen auf dem Jahreskongress der japanischen Allergologen, da werde ich einen Online-Vortrag halten. Am Dienstag auch online bei der APACI, der Asian Pacific Region, da habe ich auch einen Vortrag auf Einladung. Und dann ist nächste Woche der HNO Berufsverbandskongress in Mannheim. Und da bin ich dann auch in Persona. Und dann freue ich mich auch, Sie alle dann auch zu treffen, die sich jetzt zugeschaltet haben. Lieber Oliver, lieber Martin, schön, dass ihr heute dieses Webinar mit uns verbracht habt. Zum Abschluss haben wir gerne noch eine Frage an euch. Es geht ja auch immer ein bisschen drum, dass wir Karrieretipps geben. Habt ihr vielleicht für den Nachwuchs jeder einen Tipp, was ihr sagen würdet, was sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, was gibt es zu beachten? Martin. Vernetzt euch. Sucht euch Leute, die ein interessantes Thema verfolgen, und vernetzt euch mit denen. Geht zum Beispiel als Junior Members zur Degaki, geht auf die Kongresse, geht immer wieder auf die gleichen Kongresse, dann lernt ihr die Leute kennen. Und hebt eure Hand und stellt blöde Fragen, bis es nicht mehr geht. Ja, das macht Spaß, das macht das Gesicht bekannt und das hilft einem auch karrieretechnisch weiter. Genau, also dem würde ich 100% zustimmen. Zweiter Punkt halt, gebt nicht auf, gebt Gas, wenn es euch wirklich viel bedeutet. Und dann kann man hier auch wirklich mit Feuer dabei sein. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Macht nichts, wo ihr das Gefühl habt, das hat mein Chef mir aufgetragen, aber im Grunde ist es gar nicht etwas, was mich wirklich begeistert. Das ist dann nur wasted time, das bringt euch nicht weiter, sondern ich glaube, es ist ganz klar, immer sich wieder zu überlegen, inwieweit ist das auch etwas, was mich wirklich auch voranbringt, weil ich das intrinsisch auch wirklich möchte. Und dann kann man viel erreichen. Und da ist natürlich das auch, was Martin sagt, extrem wichtig, dass man ein Teamplayer ist, dass man sich gut vernetzt, dass man in Peer Groups auch wirklich gute Ideen voranbringt und miteinander diskutiert.
Ja, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für diese tollen Tipps. Wir haben schon ein bisschen Resonanz aus dem Publikum. Auch hier sagen Leute, es hat Spaß gemacht. Ich denke, wir freuen uns jetzt noch auf Christian Schwager für die Abmoderation. Ja, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, das Webseminar neigt sich so langsam dem Ende zu. Bevor wir dann wirklich Schluss machen, möchte ich einmal die Gelegenheit nutzen, mich bei Oliver Paar und Martin Wagenmann für die Webinar. Außerdem natürlich ein großer Dank an Bastian und Julia für die Moderation und abschließender Dank geht natürlich an ALK, unseren Sponsor, der uns dieses ganze Webseminar und die ganze Projektfaszination Algologie ermöglicht. Nun möchte ich noch einmal ganz kurz mit Ihnen in die Zukunft schauen und Sie können sich schon mal den 8. November merken, denn dann werden wir gemeinsam mit Professor Benedikt Fritsching uns einmal das Thema Real-World Evidence in der Allergologie näher anschauen. Diejenigen, die sich so lange nicht mehr gedulden können, denen lege ich nochmal unsere Homepage www.faszination-allergologie ans Herz. Hier finden Sie ganz viele Aufzeichnungen unserer bisherigen Webinare. Damit möchte ich Ihnen danken für Ihre Teilnahme und ich würde mich freuen, wenn Sie Evaluation, die gleich im Anschluss stattfindet, noch ganz kurz ausfüllen könnten, bevor Sie dann den schönen Abend genießen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.